Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory Oceans mit mir und mit Julie. Wie immer. Ja, für die Leute, die jetzt im letzten Part nicht dabei waren, also im optionalen Part, wir haben in dem Part einen Geburtstag gefeiert, den von Lilly, das heißt gefeiert, wir haben ihr ein Geburtstagsgeschenk gegeben. Wir haben zwei Level geschafft beim Kämpfen im Dungeon. Und war noch irgendwas, was wir gemacht hatten? Glaube nicht, ne? Nicht wirklich, aber ich weiß, was wir diese Folge machen können. Wir haben nämlich zwei Leute, mit denen wir reden müssen. Genau. Und ich möchte in dieser Folge auf jeden Fall mal zur Schmiede gehen. Die Monster hatten wir, glaube ich, auch schon gebürstet, ne? Ist das ja schon ein bisschen später am Tag? Ich glaube ja. Ja, ich möchte mal zur Schmiede und ich möchte mal schauen, was wir da jetzt überhaupt schon... Wir haben ja noch keine eigene Schmiede, ob wir da jetzt irgendwas machen können schon. Ich glaube, wir haben noch gar nicht geschmiedet. Nee, haben wir nicht. Und dementsprechend sollten wir das vielleicht mal tun, um ein wenig Erfahrung darin zu bekommen. Ich dachte, wir waren hier schon. Nee. Sag ich doch gerade, wir haben noch nicht geschmiedet. Ja, dein Part. Achso, Entschuldigung, was ist los? Möchtest du mit dem Schmieden beginnen? Ich finde, das sieht irgendwie spannend aus. Hm. Oh, okay. Warum nicht? Hier, ich gebe dir diese Schmiederezepte. Schließlich kannst du ohne Rezept gar nichts machen. Viel Glück! Wir verkaufen Materialien zum Schmieden. Ich hoffe also, dass du bei uns kaufst. Also ich habe am Anfang des Let's Plays eigentlich alle Crafting-Stellen gezeigt und war mir eigentlich sehr sicher, dass wir hier auch waren. Aber wundert mich jetzt ein bisschen. Keine Ahnung, was da... So, wir können jetzt hier... Gut, was brauchen wir? Wir können ein Breitschwert schmieden. Ein Rückenkratzer, ernsthaft? Ein Rückenkratzer, ja. Ein Entermesser. Windschwert, Wasserschwert. Glücksklinge. Und so weiter. Das sind allerdings die Doppelklingen hier. Wo sind denn die Katanas? Ich glaube, Langschwert war Katana. Kann das sein? Oder ist Katana extra? Nee, extra. Langschwert ist Katana. Nee, hier ist Katana. Ich habe nichts gesagt. Hier sind die Sachen, die wir... So, ich werde mal ganz kurz das Katana anlegen, um mal das vergleichen zu können. So. Speer brauchen wir nicht. Katana Burai, das haben wir ja gerade. Das hier ist zum Beispiel schon besser. Da brauchen wir einen Burai und einen Windkristall. Können wir aber noch gar nicht machen, weil wir haben erst Stufe... Doch, das könnten wir schon machen. Was ist mit dem Basara? Das können wir noch nicht machen. Aber das Skanda könnten wir schon machen. Ein besseres Schwert. 8 plus 8 Angriff und plus 2 magische Verteidigung. Und zusätzlich noch Windangriff und Windabwehr. Dazu bräuchten wir einen Windkristall. Ich weiß nicht genau, ob wir den haben. Ich musste mal zu Hause nachsehen. Also wir haben ganz wenig Kristall. Ich kann nur nicht sagen, ob ein Windkristall dabei ist. Du bist jetzt gerade eben abgehackt zu hören gewesen. Ich wir haben eine ganze Kristalle. Kleine Pause mal eben. Moment. Ja, da sind wir wieder. Es gab ein kleines Problem. Mein Internet ist kurzzeitig abgekackt. Ja, aber... Let's try again. Da sind wir wieder. Ja, Windkristall. Genau, wir müssten eigentlich einen haben. Da kannst du ja gleich nachgucken, wenn du schon mal da bist. Genau, ich... Wasserkristall, Feuerkristall, Lichtkristall, dunkler Kristall. Ne, wir haben keinen Windkristall. So eine Erdkristall. Hm. Gut, ne, haben wir nicht. Da haben wir hier noch, was ist das? Lichtelement und gebratene Reisbällchen. Ne, haben wir nicht. Kein Windkristall. Schade aber auch. Was ist denn das Billigste, was man da schmieden kann? Das wird mich jetzt mal noch mal ganz kurz interessieren. Ja, wie gesagt, wir werden uns mal ganz kurz mit dem Schmieden beschäftigen. Wenn wir dann wirklich nur Schmiedetraining machen, kommt das natürlich auch in den anderen Part oder ganz offscreen, aber
Was ist denn das Billigste, was man hier machen kann? Das Breitschwert, Eisen und Messerstück. Okay, das merken wir uns mal. Eisen dürfen wir schon ein bisschen haben, denke ich mal. Messerstücke dürftest du auch schon haben. Da hast du auch schon ganz viele eingesammelt. Hm. Ich guck dann nochmal ganz kurz nach. So, Eisen, Eisen und Messerstück. So, mal sortieren. Messerstück, da waren sie gerade. Ganz rechts. Und dann runter. Ja, 7 Stück. Und Eisen haben wir. Altmetall, Eisen haben wir nur. Okay, 2 und nochmal 3, 5. Ja, gut. Ist die Frage, ob wir das mal. Müssen wir so mal hier ein bisschen aufräumen in meinem. Oh gut, das ist jetzt nicht so wichtig gerade. Wir haben ja einiges gemacht letztes Mal. Gut, wir sparen uns das auf, denke ich mal. Jo, für dich haben wir leider nichts. Ich spreche sie jetzt mal an. Minion, you have not sought an audience with me all this time. Explain yourself. Nee, das. Na? Ja, wie lange brauchst du noch? Ich weiß nicht, ob sie was sagt. Ich höre das ja nicht. Nein. Schönes Wetter. Solche Tage sind ideal, um sich zu entspannen. Ja, dann entspann dich. Gut, würde sagen, dass wir jetzt erstmal mal gucken, ob es irgendwelche neuen Aufträge gibt. Seit dem letzten Mal. Elena, können wir auch noch mal kurz anlabern. Who is it again? Oh, Mädchen, du hast doch ein schlechteres Gedächtnis als ich. Rüstest du die Waffen und Accessoires aus, die du kaufst? Natürlich. Ja, das dachte ich mir. So. Gut, was geht hier ab? Ach ja, wir wollten ja mit einigen Leuten reden. Das wollten wir. Elektra. Oh, good afternoon, you two. Ja, reden. Willkommen. Ich bin dir am Tresen gerne behilflich. Ja, am Tresen, aber du stehst nicht am Tresen. Ich guck jetzt mal auf. Hier ist immer noch nichts Neues. Also langsam wundert mich das, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin. Also. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Na gut, gehen wir mal zu den Leuten, wo es Not tut. So, wir können zu Lily und zu Violet und zu. Oh, zu Elektra auch. Aber die hat doch eben gar nichts gesagt. Oder vielleicht ist das jetzt erst voll geworden, wo wir mit ihr gequatscht haben. Ja, gut möglich. Ja, gut, dann gehen wir nochmal rein und reden nochmal mit Elektra. Ja, hallo. Nochmal mit Elektra. So. Ich muss noch an meinen Kochkünsten arbeiten, bevor ich so für Gäste kochen kann. Anscheinend fehlt doch noch ein kleines Stück. Aber oder das geht nur bei ihr zu Hause. Kann das sein? Nee, das glaube ich. Das ist okay. Oder das kann sein, dass wenn sie arbeitet, dann. Ja, oder so. Aber das hatte ich eigentlich sonst nie gehabt. Haben wir jetzt an diesem Tag schon was verschenkt? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht. Dann schenke ich ihr nochmal Wolle. Vielleicht reicht das. Ansonsten hängt das wirklich damit zusammen. Thank you so much. Ansonsten hängt es wirklich damit zusammen, was du gesagt hast. Das Kochen bereitet mir große Probleme, weil meine Mutter 5-mal so viel isst wie die meisten Leute. Andererseits macht es aber auch Spaß, weil ihr das Essen sichtlich schmeckt. Okay, wahrscheinlich hast du recht und das geht hier nicht. An der Stelle. Denn eigentlich müsste das müsste gehen. So, ich glaube, wir können dann zu Lily und zu Violet. Lily müsste hier in der Nähe sein. Wo ist er denn? Mal schauen, da oben. Hallo, Lily. Oh, hello. Bleibst du mal stehen?
Hä? Also das wundert mich jetzt. Was ist denn los hier? Die ist doch voll. Mit Lilly hast du ja auch das erste Mal gesprochen, als sie im Laden, also hier im Gasthaus war. Dass du vielleicht echt nur da mit denen reden kannst, also wo sie eigentlich leben. Das kann nicht sein, das habe ich noch nie so gehabt. Wenn man im ersten Spieldurchgang da... Nee, das kann, daran kann es eigentlich nicht liegen. Aber ich gehe jetzt erstmal zu Violet, vielleicht geht da ja wenigstens was. Wundert mich jetzt wirklich sehr gerade. Okay, die sitzt... Hallo. Ich habe dich nicht gesehen. Hast du irgendwo gesehen? Ich wohne im Gasthaus. Nachmittags arbeite ich in der Klinik in der Kirche. Du kannst gerne zu mir kommen, wenn du etwas brauchst. Auch hier geht nichts. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ist denn... Nee, ein besonderer Tag oder so ist nicht, oder? Nö, Dienstag. Ganz normal. Der 27. heute ist Glücksrad. Liegt's daran vielleicht? Ah, tatsächlich, du hast recht, Glücksrad. Das eventuell könnte das sein. Ich spreche mal mit Odette. I haven't seen you around much recently. How have you been? Ja, danke. Ich habe so viele Erinnerungen an Talin. Aber bald werde ich neue Erlebnisse mit dem Drachenwelpen haben, der bald geboren wird. Oh, schauen wir mal, ne? Hey there! Na. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal, Du hast doch auch so ein Dingstens fürs Glücksrad, ne? Genau, holen wir uns mal aus... Oder habe ich das im Invent? Ne, das habe ich in der Kiste, glaube ich, ne? Ja. So, Diddlit, wo ist das denn, Diddlit? Oder habe ich es doch im Inventar? Ach, ich habe es im Inventar, hätte ich gar nicht hierher kommen brauchen. Ach, siehst du? Hätte ich besser mal gleich nachgeguckt, aber egal. Jeder Gang macht schlank. Jeder Gang macht schlank, ja. So, da ist was dran. Ja, du könntest recht haben, dass das heute nicht geht wegen dem Glücksrad. Das könntest du tatsächlich recht haben. Das ist das Einzige, was mir jetzt auch einfällt. Good afternoon. Jo, hi. Möchtest du dein Glück im Gewinnspiel herausfordern? Für die Zuschauer machen wir erstmal, ne? Wie funktioniert das? Ich weiß es zwar, aber... Am 27. jedes Monats veranstalten wir das Gewinnspiel. Besorge dir Lose und gewinne fabelhafte Preise. Lose bekommst du, wenn du Sachen im Laden kaufst. Wenn du ein paar zusätzliche Lose gehortet hast, kannst du so viele benutzen, wie du hast. Möchtest du nun am Gewinnspiel teilnehmen, Aiden? Jo, dann machen wir mal. Wir können ja nur einmal, aber... Soll ich dir erklären, wie das Gewinnspielrad funktioniert? Jo, bitte. Es ist ganz einfach. Sobald das Rad anfängt, sich zu drehen, drücke einfach X, wenn du es anhalten möchtest. Je nachdem, wo der Pfeil steht, wenn das Rad anhält, gewinnst du etwas. Je niedriger die Zahl, desto besser der Preis. Du kannst viele verschiedene Preise gewinnen, je nachdem, wo das Rad anhält. Man weiß also nie, was man bekommt. Bist du bereit für das Gewinnspiel? Na, dann wollen wir mal. Dann lass uns anfangen. Zeit, das Rad zu drehen. So, ja, das ist natürlich jetzt... so, ich drücke mal. Drücke jetzt! Das ist ziemliches Glücksspiel eigentlich hier. Oh, schade. Schade, fast hätten wir. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja. Eine Bambussprosse, na super. Congratulations! Ja. Na gut. Jo, super. Ja, was fängst du jetzt mit der Zeit an, die du hast? Ja. Es ist ja schon 5. Ganz einfach. Wir werden nochmal auf ins Dungeon gehen. Oder du kannst nochmal eben in der Gaststätte aushelfen. Du hast ja so viel Geld auch nicht, ne?
1570. Ja, okay, gut. Dann kannst du in Dungeon gehen. Ja, wir werden nochmal den dritten... War das der dritte Stock, glaube ich, ne? Den können wir nochmal erkunden gehen. Also jetzt kein Leveling, sondern weiter erkunden. Leveling machen wir ja im optionalen Part. Aber wir werden natürlich auch ein paar Kämpfe machen hier, so ist klar. Wir gehen gleich in den dritten Stock, den wir ja letztes Mal erreicht haben. So. Wie viele Stockwerke hatten das Ding? Das erste hat noch nicht so viel. Also ich denke mal, im vierten sollte Schluss sein. Ich weiß nicht genau. Ich meine im vierten. So. Und hast du denn, wenn es jetzt vier Stockwerke hackt, ja, nee, ist klar. wenn es denn vier Stockwerke hat, hast du denn oben dann jetzt, ich weiß, es spielt keine richtigen Bosse, aber hast du dann da oben einen richtigen Boss oder ist das so wie hier auch, dass dann da einfach nur ein stärkerer Gegner kommt? Nee, nee, da haben wir schon einen richtigen Boss. Also die Dungeons, diese Dungeons hier haben auch einen richtigen Boss, ja. Aber okay, für den sind wir noch nicht bereit. Da müssen wir noch ein paar Level machen und auch eine bessere Waffe haben, weil sonst, ja. Oh, jetzt haben sie uns wieder eingesperrt und, Oh, was ist das denn? Minotauren. Ja, geil! Ah, nee, das sind gar keine Minotauren. Das sind, glaube ich, Ogre oder so. Ich weiß gar nicht genau. Ja, weil wir schlagen aber schon ganz gut zu mittlerweile. Guck mal, wie schnell die Elefanten tot sind, also. Ach, ja, erstmal das hier plätten, würde ich sagen, ne? Erst die Tore. Ja, 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 ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei, Mädel. Oh. Würdest du bitte aufhören, mich hier. Ich muss ja zumindest noch ein bisschen Platz schaffen. Anbumsen! Die bumsen dich an! Ich bumm's gleich zurück, da. Hast du denn schon auch aus deinem ersten Spieldurchlauf, hast du denn ein Lieblingswesen? Ein Lieblingswesen? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, also nicht, eigentlich nicht direkt. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Ja, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. So. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, aber hast du denn einen Lieblingscharakter von den Leuten, die da rumlaufen? Lieblingscharakter? Also, ja, das ist auch eine gute Frage. Lieblingscharakter. Auf welche Weise? Also so ganz allgemein, als ganz allgemein gesagt, ohne auf einen speziellen, auf was Spezielles einzugehen. Ja. Der Lieblingscharakter, ja, bei den Männern wäre das eventuell, erstmal alles einsacken hier. Ja. Lieblingscharakter. Ich stelle nur blöde Fragen, ne? Nö, die Frage ist überhaupt nicht blöd, weil ich frage die Leute auch dauernd nach Lieblingscharakteren, also. Die ist nicht blöd, die Frage, aber ich habe mir da jetzt gerade gar nicht so die Gedanken. Kamen wir jetzt von hier oder von da? Ich bin jetzt völlig verwirrt. Ich glaube, wir kamen von da und müssen hier weiter. Lieblingscharakter, nee. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb auch nicht, also. Nee, wir kamen doch von hier. Falsch rumgegangen. Ich wollte gerade sagen, an dieser weißen Kugel bist du doch schon mal vorbeigelaufen. Ja. Nö, also habe ich eigentlich speziell keinen, wenn ich ehrlich bin. Also. So, überhaupt nicht kein Stück irgendwie. Nö. Nicht wirklich, Moment. Okay. Du bist ganz schön neutral. Ach, jetzt haben wir noch mit den Kisten zu schaffen hier. Monstertruhen. Auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite, wo ich sage, Lassen die wenigstens was Sinnvolles fallen, wenn sie hinübergehen?
Die müssten irgendwelchen Edelsteine eigentlich fallen lassen. Okay. Wenn sie was fallen lassen. Ja, ich bin gebannt. Ich kann gerade keinen Zauberspruch machen. Ich habe sowieso keinen Zauberspruch. Achte auf deine RP-Punkte. Ja, die sind ja noch. Wir sind oh, ja. Und es ist 10:30 abends. Ja, ich weiß. Und das ist noch kein Grund, ins Bett zu gehen. Mach dich vom Acker, du blöde Truhe. Eine scharfe Fangzähne, okay. Nee, jetzt hat er auch kein Dings gedroppt. Hier ist ein Hebel, den wollen wir mal betätigen. Nicht, dass du gleich wieder eingesperrt wirst. Oh nein, eine Tür. Eine Tür hat sich geöffnet. Eine von zweien. Oh. Gut. Gehen wir mal da lang. Hier waren wir auch noch nicht. Wann wolltest du Aiden denn mal ins Bett schicken? Ja, also bis 0 Uhr haben wir noch Zeit. Nee, mindestens. Man kann ja auch noch länger aufbleiben. Man darf nur nicht bis... Ach, hier waren wir doch. Von hier kamen wir doch. Aber da geht's noch weiter, ne? Hinter dir. Also jetzt hinter Aiden. Nee, waren wir wohl doch noch nicht hier. Da sieht das nur so ähnlich aus. Ah, die Tür müssen wir noch öffnen. Die Tür müssen wir noch öffnen. So, das heißt, wir gehen mal da oben lang, ne? Ja, und da oben rechts. Da gehen wir nochmal schnell lang. Ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit für euch. Jo, jetzt haben wir noch viel mehr Wege hier. Und jetzt hat er wieder zugemacht, okay. Ja, dann gib ihm. Wie gesagt, achte auf deine RP-Punkte, die sind auch nicht mehr so toll. Ja, ich sehe es. Das müssen wir jetzt, das beende ich jetzt auf jeden Fall noch und dann gehen wir mal wieder weg und gehen pennen und so. Ja, geht ja auch nicht anders, ne? So. Mach mal das Ding da kaputt. Oh, 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 oh. Was ein Timing. So. Ey, was schießt du auf mich? Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier raus. Das Tor ist immer noch nicht wieder offen, oder? Na egal. Das macht nichts. So. Was ich aber sehr interessant finde, ist tatsächlich, dass du die, die Gitter da kaputt machen kannst und die Monster aber nicht. Klar kann ich Monster kaputt machen, oder was meinst du jetzt? Nein, du kannst die Gitterstäbe kaputt machen mit Aiden, aber die Monster kriegen die Gitterstäbe nicht kaputt. Ach so, meinst du das, ja. Da ist was dran. So, wir gehen mal schlafen. Time to go to bed. Und es regnet. Yay! So, wir gehen jetzt mal als erstes dahin, wo wir immer hingehen. Und danach werde ich dann doch mal zum Schmied gehen. Ja, sorry, du wolltest was sagen? Nö, ich wollte nur sagen, dann kannst du wahrscheinlich auch dein Schäfchen wieder scheren. Nee, noch nicht. Oder haben wir das im optionalen Part erst gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wahrscheinlich.
So, wo sind meine Monster? Die arbeiten nicht, was soll das? Hey, beweg deinen Hintern. Ist doch erst 8:30, mach dir doch mal nicht so verrückt. Ihr seid nicht zum Pennen da, ihr seid zum Arbeiten da, nein. So, ich denke, es fehlt nur noch der Lurker wieder, der hat sich wieder irgendwo versteckt. Der lurkt hier irgendwo rum. Ja, wo ist er denn? Ich weiß. Da hinten. Yay! Platsch! So, jetzt, ich glaube, jetzt haben wir alle. Muss ich mal gucken, hier ist hier noch irgendwas zu machen, weil... hier ist noch was. Hier ist noch was. Und da gucke ich gleich mal ins Lager, weil... wenn du so schon wieder nachpflanzen kannst, dann wurde bestimmt was abgeerntet. Ein Pilz! Ja. Ja. Mit Sicherheit wurde was geerntet. Hier ist auch noch eine Stelle. Dann wahrscheinlich wieder haufenweise Tomaten. Wahrscheinlich. So, aber ich glaube, das war... Hier sind ja auch schon wieder welche. Ach du Schande. Und Erdbeeren glaube ich auch, ne? Die sacke ich jetzt mal gleich ein. Ja. 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 Wenn der Elefant da so rumtrampelt, kriege ich ein bisschen Angst, dass er dich gleich zerstampft. Ach, dann mir passiert nichts. So, wie sieht's jetzt hier aus? Oh, oh, er macht gleich wieder eine neue hier. Ja. 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 Riesentomaten, ey. Gleich wieder was zu tun. Ja. Das sind aber normale Tomaten. Aber ja, eben hast du Riesentomaten aufgesammelt. Ich glaube 3 oder 4 Stück. Nein, das sind normale Tomaten. Da stand nichts dran von wegen Riesentomaten. So. Ja, okay. Wie sieht's jetzt hier aus? Hier sind auch, hier sind 2 Riesentomaten. So. Steck die mal ein, steck die mal auch ein. Erdbeeren. Kartoffeln. So. So, wie sieht's hier aus? Ja, wir haben ja gerade erst 99 Kekse gekauft gehabt. Ja. Gut. So, dann werden wir jetzt mal das Eisen und die Messerstücke mal mitnehmen und mal ein bisschen schmieden hier, damit wir mal ein bisschen vorwärts kommen hier. Da wir das zum ersten Mal machen, muss das auch nicht unbedingt in den optionalen Part rein. So. So. Das ist, glaube ich, Eisen. Genau. Und hier 5-mal Eisen und hier die Messerstücke nehme ich auch 5 mit. Und dann gehen wir mal schmieden. So. Kannst du alles verbauen? Ich gucke jetzt auch mit Absicht nicht hin, da brauchst du nicht nervös sein. Ich werde es jetzt 2-mal direkt vom Bildschirm probieren. Wenn das in die Hose gehen sollte, setze ich mich weiter weg und ich werde meine Schnauze halten. So, Breitschwert. Mittel, ach, das ist ja gar nicht so schwer. So, da haben wir gleich schon mal ein... Oh, wir können einen Krummsäbel machen. Stufe 10. Das ist natürlich schwieriger. Da brauchen wir Kupfer. Wie viel Kupfer haben wir denn noch? Wir werden das einfach mal machen. Kupfer hast du sogar im Inventar. Ja, das ist schwer. Gut. Hast du ihn gekriegt? Ja. Das Breitschwert ist jetzt sogar schon leicht. Das geht ja fix. So, wir sind auf Stufe 2. Wir machen noch mehr Breitschwerter. So, noch eine Stufe. Kannst aber ruhig hingucken, das sehe ich ja nicht, also. Krummsäbel, wieso kann ich jetzt wieder einen Krummsäbel machen? Ach so, weil ich ein Breitschwert habe, okay. Okay, jetzt ist es schief gegangen.
Jetzt hast du es wieder geschafft wahrscheinlich, ne? So, Breitschwert. Ja, mal so ein bisschen. So, jetzt das war's. Mehr können wir nicht. Oh, wir können. Ja, Moment, die Billigangel haben wir doch sowieso. Wir haben ja schon eine bessere Angel, ne? Nee, ich glaube, du hast. Hast du schon eine Anfängerangel? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine ja. Gut, ja, dann können wir mal den Kram, den wir gemacht haben, gleich verticken hier. Bin mal gespannt, wie viel das bringt. So, mal gucken. Okay, das ist unser normales Ding. Eine Anfängerangel, siehst du? Krummsäbel, ja, den können wir verkaufen. Wo sind denn die anderen? Hier ist eins, Krummsäbel. Noch ein Krummsäbel. Wir hatten doch auch Breitschwerter gemacht. Wo sind die denn alle? Ganz unten war noch was. Ganz unten in deinen. Da neben den Riesentomaten war eins. Und darunter auch. So. Und ich sehe gerade, du hast doch Riesentomaten eingesammelt, weil es waren nur zwei Stück im Lager. Fünf. Und die können wir ja auch verkaufen. Ja. Kohle, 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 Kohle. Wenn wir wieder Kohle brauchen, werden wir das verticken jetzt hier. Gut. Ich denke, damit sind wir erstmal soweit. So. Ach, hier kann man Johns Kopf ändern, aber dazu brauchen wir immer noch die Sachen. Ja, nicht, dass du gleich niesen musst. Nein, muss ich nicht. So, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Was hatten wir jetzt vor? Ach ja, jetzt können wir. Jetzt klappt das vielleicht endlich mit den. Ja, mit dem Reden. Was wir vorhatten. So. Also. Elektra und Violet und Lily. So, wo haben wir sie denn? Ja. So, Lily ist auf jeden Fall neben dem Gasthaus. Kann sein, dass die hier unten irgendwo ist. Nein, anscheinend nicht. Vielleicht ist er mittlerweile schon hier reingegangen. Mal gucken. Ja. Na, wenn das nicht Aiden und Sonja sind. Habt ihr einen Moment Zeit zum Plaudern? Ja, also jetzt klappt das. Danke. Seit wir darüber geredet haben, übe ich schon, damit ich etwas kochen kann, das Odette und Violet begeistert. Ne, das sieht aber gerade nicht so lecker aus, was du da hast, ne? Nee, das raucht ziemlich eklig grün, ja. Würdest du es mal probieren, Aiden? Ehrlich? Liebend gern. Mmh, Magenverstimmung. Oh. Aiden? Oh, oh nein. Aiden! Aiden! Was ist passiert? Von meinen Augen leuchtete plötzlich alles schwarz und weiß auf. Oh mein. Das ist aber seltsam. Ich habe nichts Gefährliches reingetan. Ich habe einfach vieles hineingetan, das gut ist für den Körper. Kräuter zum Beispiel und Heiltränke. Ist das dein Ernst? Nein. im Ernst, Lily, wieso hältst du dich nicht einfach an ein Rezept? Aber wenn ich mir schon die Mühe mache und koche, will ich auch etwas Neues schaffen. Also, vielleicht solltest du es mit dem Experimentieren erstmal pausieren, bis du ein paar traditionelle Rezepte drauf hast.
In Ordnung. Jo, Freundschaftsgrad mit Lilly ist jetzt 2. Ja, ich hoffe, das wird noch. Und nachher kann sie bestimmt besser kochen als Odette, wetten? Ja, keine Ahnung. So, Moment, das war eine Lüge. Egal, wir gehen jetzt zu Elektra und zu Violet. Wie sieht's eigentlich hier unten aus? Wer ist denn hier noch am nächsten dran? Joe? Elena war. Ach ja, und hier, Dings hier. Kelsey! Kelsey ist auch fertig. Dann können wir auch noch zu Kelsey gehen. Gut, da haben wir heute den richtigen. Obwohl, ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Doch, wir haben noch Zeit. Also erstmal gehen wir jetzt zu Elektra. Ich würde sagen, wir handeln diese Folge die ganzen Gespräche ab. Richtig, richtig. Das ist eine gute Idee. Okay, jetzt gehen wir doch erst zu Violet. Ja, Kelsey dürfte ja auch nicht weit weg sein, ne? Richtig, Kelsey ist auch nicht weit weg. Dann gehen wir erstmal dahin. Da es regnet, wird Kelsey wahrscheinlich da sein, da. Good morning. Okay, möchtest du reden? Ja. Yeah. Oh, ist das süß. Wie geht's dir, Kelsey? Ist das süß. Hey, weißt du nicht mehr, dass Gerard gesagt hat, du sollst andere Leute höflich grüßen? Ist das süß. Hey, warte, komm zurück. Na super. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber trotzdem ist der Freundschaftsgrad gestiegen. Oh, zum Knuddeln. Ja. Wer sonst keine Kinder mag, aber das war niedlich. Was, du magst keine Kinder? Nee, ich kann mit Kindern nichts anfangen. Raus aus meinem Projekt! Nein! Nein, Spaß. Ja, cool, ich meine, jo. Das heißt, du willst nie eigene haben, oder? Also, derzeit ist es so, dass ich sage, nein, um Gottes Willen. Auch wenn ich jetzt die nicht nur Neffen von meinem Mann sehe, dann sage ich auch immer nur, hallo, und dann war es das auch schon. Weiß ich nichts mehr mit denen anzufangen. Dann will ich hoffen, dass sich das noch ändert, weil Kinder sind doch was Schönes, ganz ehrlich. Das mache ich ja eigentlich. Du wirst noch auf den Pfad der Tugend geführt. So, jetzt weiter im Text. Kann ich mit dir reden? Ganz kurz? Jo. Danke vielmals. Also, du teilst ja deinen Körper mit Sonja. Wie ist das so? Tja, das ist schwer zu erklären. Ist es in etwa so, als ob du einen Ohrwurm hast? Einen echt lauten, eigensinnigen Ohrwurm. Hey, Aiden! Du bist so gemein! Siehst du, das meine ich. Aber... Ihr zwei versteht euch so gut. Wenn sie das so sieht. Violet. Ja? Was ist denn? Machst du Witze oder hast du vielleicht bloß irgendein exotisches Fieber? Nein, ich mache keine Witze. Und ich fühle mich gut. Also, du weißt ja, was man sagt. Je mehr Zeit man mit jemandem verbringt, desto mehr streitet man. Diese Körperteilensache ist nicht das Gelbe vom Ei. Oh, ich verstehe. Na! Siehst du, wie launisch sie ist? Oh.
Okay. Ja, sehr nett. was soll man dazu sagen, ne? Da kann man nichts zu sagen. So, Moment, falsche Taste. Jetzt müssen wir noch zu Elektra, die ist in ihrem Anwesen. Gut. It's midday. Ja, es ist mitten am Tag. Ja, ich kann mir das auch ein bisschen schwierig vorstellen, also jemanden da immer bei sich zu haben. Ich weiß nicht. Also, stell mir das auch nicht so einfach vor, also. Wie stellst du dir das denn so vor? Ah, da ist er ja. Schwierig. Schwierig, ne? Ja. Es ist eine Sache, seinen besten Freund öfters mal zu sehen. Die andere Sache ist wirklich, wenn man in einem Körper steckt. Und ich finde, das geht nicht. Das geht gar nicht. Nee, aber die beiden müssen da durch. Ja. Ja. Oh, good afternoon, you two. Oh je, wie kann ich dir helfen? Oh, möchtest du? Dann lass uns reden. Klingt so ein bisschen herausfordernd irgendwie. Entschuldige mich. Ich habe gerade Inventur gemacht, aber da musste Bismarck los und etwas besorgen. Das ist okay, aber warum arbeitest du hier? Ich sehe dich auch oft, wie du dein Haus sauber machst. Ja, nun, ich arbeite gerne, aber meine Mutter und ich haben ein knappes Budget, würde man wohl sagen. Was? Ich dachte, deine Familie wäre reich. Oh nein, wir haben zwar ein großes Haus, aber wir sind ziemlich arm. Wir hatten einst eine ganze Schar an Hausmädchen, Butlern und Gärtnern, aber jetzt haben wir nur noch Mervyn. Und um dir die Wahrheit zu sagen, wir können kaum Mervyns Lohn bezahlen. Die quasst ganz schön aus dem Nähkästchen, ne? Oh, ich hatte keine Ahnung. Das tut mir leid, ich wollte nicht neugierig sein. Oh nein, ist schon gut. Wir versuchen gar nicht, es zu verheimlichen. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht mit meinen Problemen mit meiner Familie belasten. Keine Zeit, um sich damit aufzuhalten. Es gibt viel Arbeit zu erledigen. Jo, da haben wir mal ein bisschen was erfahren. Über die der Sainte Coquilles. Ja, klar, aus dem Nähkästchen, ne? Ich meine, gut, sie hat ja selbst gesagt, sie verheimlichen es eigentlich gar nicht. Nö. Aber so manchen Leuten ist das sehr unangenehm, wenn die Geldprobleme haben, ne? Ja, das stimmt. Ne, ich hatte gerade überlegt, wir hatten die Tomaten ja schon verkauft. Stimmt. So, wir könnten mal wieder ins Bad gehen, das würde sich gerade mal lohnen. Jo. Aber ist jetzt, machen die jetzt nicht sauber? Wenn ich mich beeile, vielleicht noch nicht, weil ich denke ab 1, ne? Ja, stimmt, irgendwie so war da was, ja. Lauf, 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 Aiden, lauf! Lauf! Hi, Odette, sorry, leider keine Zeit, ich muss ins Bad. Okay, das ist wohl doch zu spät gewesen. Oder war das von 1? Ich lese nochmal, was hier stand. Ah ja, zwischen 12 und 15 Uhr, ja, okay, dann kann ich wohl nichts machen gerade. Ja, gut. Ja, der Part ist sowieso so gut wie fertig. Wir haben noch 2 Minuten, also. Jo, was mache ich hier jetzt gerade? Keine Ahnung. Wir können ja mal klären. Bist du eher der Duschtyp oder eher der Badetyp? Also. Normalerweise eher. Also. Ich sag mal so, es ist unterschiedlich. unterschiedlich. Ich habe eine ganze Zeit lang früher sehr oft gebadet. Ich habe dann aber fast immer geduscht. In letzter Zeit bade ich wieder häufiger. Es ist so ein bisschen phasenabhängig, aber insgesamt, aufs Gesamte gesehen, würde ich sagen, doch eher der Duschtyp. Aber ist so ein bisschen phasenabhängig, sage ich mal.
So, ja, und wie sieht's bei dir aus, wenn wir schon dabei sind? Also, wenn ich morgens aufstehe, gehe ich ganz gerne duschen, um wach zu werden. Und ansonsten, wenn ich sage so, boah, jetzt schön entspannen oder so, dann schön Kerzen an, Musik an und in die Badewanne. Also, aber meistens gehe ich auch eher duschen. Mhm. Ja, da ist was dran, ne? Jo. Ich bin aber auch allgemein voll die Wasserratte. Ich kann eine Stunde in der Badewanne zubringen, ich kann aber auch eine halbe Stunde unter der Dusche zubringen. Ohne rasieren und was weiß ich nicht, was man noch alles unter der Dusche macht. Also unter der Dusche bin ich niemals so lange. Ich... Nee. Aber das sind halt Frauen, ne? Ja, deswegen sage ich ja, ohne den ganzen Frauenkram, den man so unter der Dusche macht. Ja, deswegen ja. Gut, wenn wir schon dabei sind, ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Der Part ist vorbei, würde ich sagen. Und während ich hier noch ein bisschen weiter meinen Kram in die Kiste packe, sage ich mal, kann Julia noch ein paar letzte Abschiedsworte sagen, bevor wir den Part beenden. Jo! Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, oder nein, anders. Mich würde mal interessieren, wen ihr so bevorzugt von den Leuten oder welche Monster euch gefallen. Vielleicht habt ihr es ja selber auch schon gespielt. Schreibt mir das mal, oder schreibt das dem Dreamy ruhig mal in die Kommentare. Der kann mir das dann weiter sagen. Das ist eine gute Idee, finde ich, ja. Das super Idee von dir. Das würde mich auch interessieren, also. Ne? Hm. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, sei er nun optional oder ein Hauptpart. Ja, bis zum nächsten Mal.